ABCD ist ein Tetraeder und A' ist der Schwerpunkt des Dreiecks BCD. G, dieser Punkt, bezeichnet den Punkt, der sich an einem Viertel von dieser Strecke A'A von A' ausgehend befindet. Das heißt, dass dieser Punkt G der Schwerpunkt vom Tetraeder ABCD ist. Auf den Schwerpunkt eines Tetraeders gehen wir genauer in diesem Tutorial D5040 ein. Und hier sollen wir beweisen, dass Vektor A'B plus Vektor A'C plus Vektor A'D den Nullvektor ergibt und auch noch Vektor GA plus Vektor GB plus Vektor GC plus Vektor GD ebenfalls den Nullvektor ergibt. Beginnen wir mit dieser vektoriellen Eigenschaft und legen zuerst diesen Punkt M Mitte von dieser Tetraederkante BC fest. Jetzt schauen wir Vektor A'B plus Vektor A'C. Das sind die zwei ersten Vektoren dieser Summe. Wir konstruieren diese vektorielle Summe und durch den Lehrsatz des Parallelogramms, der besagt, dass die Diagonalen eines Parallelogramms sich in ihrer Mitte schneiden, können wir sofort schlussfolgern, dass A'B plus A'C genau das Doppelte vom Vektor A'M ist. Das halten wir hier schon mal fest. A'B plus A'C, das ist zweimal A'M. Aber das Doppelte vom Vektor A'M, das ist genau der Vektor dA' oder auch minus A'D. Also der Vektor 2 mal A'M, das ist genau minus A'D. Und jetzt haben wir bewiesen, dass die Summe dieser zwei Vektoren gleich zu minus diesem Vektor ist. Diesen Vektor nehmen wir rechts vom Ist-Zeichen weg, setzen den links rüber, da wird es dann zu plus A'D. Und rechts bleibt der Nullvektor übrig. Somit haben wir diese erste vektorielle Gleichheit bewiesen. Jetzt die zweite. Wir gehen ähnlich vor wie im ersten Fall. Wir starten hier mit der Summe dieser drei ersten Vektoren. Also so, GB plus GC plus GD. In der Zeichnung GB plus GC plus GD. Da wir hier eine Information über Vektoren mit Ursprung A' haben, werden wir diese drei Vektoren anhand der Formel von Schal über den Punkt A' zerlegen. Das bedeutet, der Vektor GB, das ist der Vektor A'B minus A'G. Der Vektor GC, das ist der Vektor A'C minus A'G. Und der Vektor GD, das ist der Vektor A'D minus A'G. In dieser Summe sehen wir den Vektor minus A'G da, da und da. Das ergibt also minus 3 mal Vektor A'G. Und dann bleiben noch dieser Vektor plus dieser. Also so. Aber die Summe dieser drei Vektoren mit Ursprung A', diese Summe, das ergibt den Nullvektor. Denn genau das haben wir hier bewiesen. Also bleibt hier noch übrig Nullvektor minus 3 mal Vektor A'G. Aber 3 mal der Vektor A'G, das ist dasselbe wie der Vektor GA. Wegen 1 Viertel, 2 Viertel, 3 Viertel, 4 Viertel. Also können wir den Vektor 3 mal A'G ersetzen durch GA. Somit haben wir bewiesen, dass die Summe dieser drei Vektoren gleich ist zu Nullvektor minus Vektor GA. Dieses minus Vektor GA setzen wir jetzt links rüber vom Ist-Zeichen, da wird das zu plus Vektor GA und somit erhalten wir auch schon die gesuchte These.
Der Auftrag ist schon erledigt.